Oh, das fängt ja gut an. Hier sind schon mal zwei Pinguine, die mich begrüßen wollen. Ups. So, jetzt nochmal zu den anderen Vögeln. Ups. Sicher, das sieht nur noch drei aus, ne? Ach, da ist noch einer. Der Lümmel, der ist abgehauen. Da ist der fünfte. Geht doch. Moin Willis, ist auch ein Mammut und so, ne? So. Da, Ringe. Moins. Nein. Da, 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 da. Ja, natürlich gleich einmal wieder Schild verlieren. Warum denn auch behalten? Nein, man könnte es ja gebrauchen. Nein. Das ist halt so typisch ich halt, ne? Warum auch was Nützliches behalten? Nein. Nimm doch lieber noch ein bisschen Schaden. Das machen wir immer so schön gerne. Na, oh, triff doch mal das Ding jetzt. So, jetzt noch den Ausgang suchen. Das ist nicht der Ausgang. Da ist der Ausgang. Eine andere Dimension, man nennt es auch Keller. Flug. Ihr habt meinen Spaß. Hey. Also, da ist nur Knuckles. Noch ein extra Leben, sehr schön. Yeah. Na, 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 na. Schutzschild, man weiß ja nie. Diese reißende Strömung. Ja, ich habe manchmal einen komischen Musikgeschmack, dass ich halt so eine Musik mag. Ich weiß nicht. Irgendwas in meinem kleinen Hirn ist wahrscheinlich defekt. Ey. Ey. So. Und abermals darf ich Robotnik begrüßen. Ja, dafür geht es im Moment relativ fix voran. Ich mag auch diese Robotnik-Musik, ne? Nur nicht unbedingt in die ganzen Eisdämpfe reinspringen. So wie jetzt zum Beispiel. Das muss nicht sein. Mist.
Irgendwas muss ich ja wieder reinspringen. Also mein Top-Track aus diesem Spiel ist halt tatsächlich die Eggman-Theme hier. Ja, die Bossmusik. Ich hab halt coolen Geschmack. Aber Eggman ist auch weg. Da darf ich auch coolen Geschmack haben. Und die Musik aus dem Level mag ich halt. Wenn Spiele für mich einen Soundtrack haben, wo ich dann sagen kann, den mag ich, da hat das Spiel schon bei mir viel richtig gemacht. Ganz furchtbar. Ich bin für sowas echt voll anfällig. Nur. Vögel, bleib doch mal hier. Ja, das war eine gute Idee. Kam von mir, die musste gut sein. Ja, so nicht. Okay. Ist okay. Oh, wie soll ich noch rüberkommen hier? So. Ich habe irgendwo einen Gegner übersehen. Ist das nicht toll? Ui, was freue ich mich. Ach schön, ein Feuerschutz. Ich gebe dann erstmal ganz kurz die Vögel ab und dann suche ich hier den letzten Gegner. Damit wir in den Keller kommen. Ich finde das hier auch schön, ne? Wie wir hier halt auch stundenlang dran hängen bleiben können. Einfach mal abhängen. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier überall durchlaufen. Das schadet mir alles nicht mehr. Manch einer mag jetzt vor mir denken so, boah, was bist denn du für ein komischer Bettel? Zu Recht. So toll. Nein, jetzt habe ich mein Feuerschild verloren. Weil, ne, wenn wir uns hier so einkugeln, dann macht er halt manchmal erstmal hier diese lange Bewegung, halt sich hinzuducken. Das ist natürlich jetzt, ja, wie soll ich es glimpflicht ausdrücken, nicht ganz so gut. Ich könnte auch sagen, das ist halt jetzt scheiße. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Mache ich sonst immer. Komm ich hier nicht weiter? Ich glaube nicht. Doch komm ich. Nein.
So kann man natürlich auch wieder extra Leben verlieren. So. Gezielter Sprung dahin, wo ich hin muss. Und dann klappt das auch. Hier im Fahrstuhl. Einer für die Profi-Fahrstühlen halt. Na komm, hallo. So. Treffen dieser Dinger, ne? Ein Ding der Unmöglichkeit. Halt. Vielleicht ist da oben hier noch so ein Dingens. Nein, diesmal nicht. Okay, nicht. Oh, diesen Ring treffen aber auch, ne? Ich hab hier auch mit allem meine Probleme. Ist doch wahr. Ich stehe auf komische Musik. Es gibt so bestimmte Musik, die triggert halt bei mir so eine Art von Glücksgefühl aus und so weiter. Das hier ist eine davon. Frag mich nicht warum. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Intro-Bridge sozusagen, aber so im Großen und Ganzen. Ich wollte nur gucken, ob es hier einen Robo gibt. Nein. Ja. So, bleiben wir hier kurz gut stehen. Hoffen wir auf das Beste hier. Und hoffen mal, dass der Rote hier auch gleich ankommt. Nein. Vielleicht. Aha, geht doch. Es ist Kollisionsabfrage in diesem Spiel. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Sowas existiert hier nicht. Aber egal. Aber egal, ist doch Schweizer Käse. Ja, eben drum. So schon eher. So können wir das machen. Aber sonst nicht. Nein! Da habe ich es wieder verloren. Och Mann. Kann ich hier vielleicht durch? Ja, das sieht gut aus. Bringt mir zwar auch nicht sonderlich viel. Aber... Ich bin irgendwie rübergekommen, das muss reichen. Manchmal sind es halt auch die kleinen Freunde, die halt ausreichen müssen, ne? Ja, ich weiß, ich habe Vögel verloren. Guck hier aber ganz kurz nochmal, ob ich hier noch irgendwie einen Roboter finde, an dem ich halt sonst nicht mehr reinkomme oder so. Aber nein, hier ist die Plattform zum Rübertigern. Ich gehe wieder zurück. Das wird mir zu heiß.
So. Ach, shit. Zerquetscht unterm Fahrstuhl. Really. Ich mein, really. Wie viel Pech kann man haben? Das ist ganz abhängig davon, wie viel Glück man auch hat, ne? Gar keins. Sagte er, als der Flick über den Lavasee verschwand. Na komm her. Na, geht doch.